Space ab 2016 in Stuttgart auf dem Campus der Universität Freiingen. Wir sind hier mit Dr. Reinhard Ewald, einem der ganz wenigen Menschen, die im Weltraum waren. Hallo Herr Ewald. Schönen guten Tag. Hallo. Danke. Herr Ewald, die Frage der Fragen, auch wenn Sie es schon tausendmal gehört haben sollten, wie fühlt es sich an, im Weltraum zu sein? Das kann man natürlich nicht trainieren. Ich meine, wir kriegen viele Elemente gezeigt, wir kriegen vor allen Dingen die Arbeiten gezeigt, die da oben zu machen sind, wir kriegen gezeigt, wie mit dem Raumschiff übergeht. Aber diese persönlichen, ich sage das immer, Sensationen, also Sinneseindrücke im wahrsten Sinne des Wortes, die kommen erst eigentlich nach dem Flug so richtig zum Tragen. Wie ist es zu schweben, wie ist es auf Wunsch, einen Blick auf die Erde zu werfen, große, schöne Ausschnitte der Erde. Wir sehen die Erde ja nicht als blaue Kugel, sondern sind ja noch relativ nah dran, 400 Kilometer. Aber trotzdem, diese Eindrücke, die nimmt man dann als persönliches Guthaben sozusagen nachher mit in die Zeit. Viele von uns haben ja auch eine zweite Chance und eine dritte Chance. Ich würde diese zweite Chance natürlich viel bewusster nutzen, bestimmte Dinge auf der Erde mir genauer anzuschauen, wenn es die Arbeit erlaubt, als ich das beim ersten Mal, wo alles natürlich in einem ziemlichen Fluss war und wo man sich beeilen musste mit vielen Dingen, dann auch möglich war. Wie wird man eigentlich Astronaut? Es gab mehrere, tausende von Bewerbern. Wie ist es Ihnen gelungen, Herr Ewald, Astronaut zu werden und tatsächlich in den Weltraum zu gehen? Also mir ist es nicht gelungen, es hat irgendwie gelungen. Ich weiß es nicht, was da die Kriterien sind. Wir haben ja heute ein Space-Up hier, wir haben 80 junge professionelle Raumfahrtstudenten hier, die bestimmt auch, wenn sie die Chance bekämen, natürlich selbst ins Weltall gehen würden. Das zeigt die Begeisterung, hier an einem Sonntag rauszukommen. Es ist natürlich, es hängt von ganz trivialen Sachen ab, dass man den richtigen Pass hat, dass man also in einem Land auch aufgewachsen ist, was sich an Weltraumfahrt beteiligt. Deutschland ist da natürlich ein Musterbeispiel, aber es gibt sicherlich ganz viele europäische Länder, Russland, China und USA, die das unternehmen. Das ist schon mal eine ganz triviale Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist breites Interesse, irgendwo auch natürlich eine Bereitschaft, neue Wege zu gehen und vielleicht sich auch auf ungewöhnliche Dinge einzulassen. Das hat mich dazu gebracht, mich nach meinem Physikstudium, ganz ordentliches Physikstudium, dann für den Astronautenberuf zu bewerben. Und ich hätte nie gedacht, dass es klappt, aber 4 Jahre nach der Bewerbung ist man tatsächlich auf mich zugekommen und hat gesagt, Sie passen ins Bild, wir möchten Sie auf dieses Training setzen, später auf diese Mission. Was können wir von der Raumfahrt in den nächsten 10, 30, 50 Jahren erwarten? Was kommt da auf uns zu? Wir hatten heute faszinierende Ausblicke, sowohl was die Anwendung von Raumfahrt angeht, in der Erdbeobachtung zum Beispiel, was möglich ist mit der neuen Sentinel-Reihe der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur. Nach und nach werden Satelliten ins All gestartet, die uns einen punktgenauen Blick auf die Erde ermöglichen, Voraussagen für Katastrophen, Klimaveränderungen, auch Veränderungen der Erdoberfläche können also punktuell und punktgenau da gemacht werden. Wir haben ausgeschaut auf die fremden Planeten, auf den Kometen, den eine Sonde jetzt 2 Jahre lang begleitet hat. Und wo also unser Wissen über diese urtümlichste Form der kosmischen Materie gewaltig vermehrt wurde. Und wir haben natürlich, habe ich dazu beigetragen, ausgeschaut, was ist möglich, nachdem wir jetzt schon viele Jahre die internationale Raumstation betreiben, was wissen wir über das All, was wissen wir über das, was wir Astronauten, Kosmonauten mitgeben müssen, wenn sie weiter ins All fliegen. Das lernen wir alles an Bord der internationalen Raumstation und so wird es dann auch weitergehen. Hollywood weiß es schon lange, es gibt außerirdisches Leben, meistens unfreundlich. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Gibt es außerirdisches Leben? Und falls ja, wie könnte es denn ausschauen? Es gibt Sachen, die ich weiß und Sachen, die ich nicht weiß. Ich weiß, dass wir zurzeit 6 Freunde, 6 Kollegen haben, die außerirdisch leben, eben an Bord der Raumstation. Das ist ja immerhin schon etwas, aber das hat eine sehr lange Entwicklungszeit gebraucht und das hat auch sehr viel Aufwand gebraucht. Und so lernen wir, dass interplanetare oder sogar interstellare oder intergalaktische Reisen sehr schwer sind. Und insofern scheinen also, wenn es diese Außerirdischen gibt, die auf das gleiche Problem gestoßen sind, denn hier waren sie noch nicht. Also ist ja kein schlüssiger Beweis dafür da, dass das irgendwann schon mal stattgefunden hat. Wir müssen dranbleiben, wir müssen unsere Sinne selbst anstrengen, um herauszufinden, wo gibt es denn Lebensmöglichkeiten im All. Wir tun das mit sehr klugen Missionen, die sich Exoplaneten zum Beispiel anschauen,
von der Spektralsignatur, also von dem, was Sie da an Bestandteilen des Planeten sehen, sagen können, das könnte vielleicht ein Ort sein, wo Leben, Protoleben oder auch entwickeltes Leben sich eine Chance hat. Und so gehen wir eigentlich mit der Wissenschaft Stück für Stück voran und nicht mit Glauben oder Eingebungen oder sonst wie Fantasie. Letzte Frage, welche Fernsehserie ist Ihre Lieblingsserie? Raumschiff Orion oder Raumschiff Enterprise? Ich bin kein Trekkie, obwohl ich nachher trecklich den Hut ziehen muss. Bei einer so langen Laufzeit haben die ein fantastisches Repertoire von auch unter anderem Literatur aufgearbeitet und in die Zukunft übersetzt. Das hat mich dann nachher überzeugt. Aber ich meine, da kommt man immer wieder wie beim Fußballverein auf die Mannschaft zurück, die in der Jugend gespielt hat und wo man also die prägenden Erlebnisse hatte. Das war natürlich Raumschiff Orion. Haben die Amerikaner auch das anerkannt, indem sie ihr neues Raumschiff, was also über den Mond hinaus und tiefer ins All fliegen soll, Orion genannt. Vielen Dank, Herr Ewald. Gerne. Ich bin Michael Lutz, Ocean of Minds Media vom Space Up Stuttgart 2016.